Natürlich habe ich Fehler gemacht bei der Aufarbeitung. Ich habe Fehler gemacht mit Blick auf die Kommunikation. Und dafür übernehme ich selbstverständlich die Verantwortung. Das tut mir leid, das bedauere ich. Es tut mir insbesondere leid mit Blick auf die Betroffenen. In seinem kurzen Pressestatement am Mittag bedauert Kardinal Wölki das, was der Vatikan ihm als Fehlverhalten angekreidet hat. Doch die Kernbotschaft aus Rom lautet, Kardinal Wölki hat bei der Missbrauchsaufklärung nicht vertuscht. Letzte Woche noch war Wölki beim Papst. In diesem Gespräch hat mir der Papst deutlich gemacht, dass er sehr auf mich zählt, dass er auf mich baut. Und er hat explizit die Aufarbeitung, die Entschiedenheit und die Entschlossenheit, mit der wir versucht haben, den sexuellen Missbrauch in unserem Bistum aufzuarbeiten, hervorgehoben und gewürdigt. Aber erstmal wird Kardinal Wölki nicht mehr im Kölner Dom eine Messe lesen. Er bekommt eine 6-monatige Auszeit verordnet. Es heißt auf eigenen Wunsch. Betroffene des Missbrauchsskandals kommen zu einer anderen Bewertung als der Papst. Ich habe niemals erwartet, dass er ihn absetzt. Damit habe ich nie gerechnet. Aber er hätte ihm deutlich seine Fehler aufzeigen müssen, die er bis heute nicht wirklich einsieht. Maria Messrian von Maria 2.0 versteht die Auszeit für Wölki als Aufforderung an die Kirchenbasis, die Zukunft des Kölner Erzbistums selbst in die Hand zu nehmen. Es liegt jetzt an den Katholikinnen und Katholiken, an den Hauptamtlichen, ihre Position zu bestimmen und zu überdenken, wie sie Kirche sein wollen. Und das liegt in der Hand des Kirchenvolks. Mit Wölkis Verbleiben im Amt wird die Zahl der Kirchenaustritte zunehmen, glaubt Kirchenrechtler Thomas Schüller. Wenn der Papst großzügig dem Herrn Kardinal und auch den Weihbischöfen, zumindest einem, eine Auszeit gewährt, dann sollte sich das Wort Gottes eben auch genau überlegen, ob es sich nicht auch eine Auszeit nimmt, nachdem es so mit so einer Entscheidung bedient wird. Die Rücktrittsgesuche der beiden Weihbischöfe Ansgar Puff und Dominikus Schwaderlapp hat der Papst abgelehnt, trotz Pflichtverletzungen. Wo Wölki seine Auszeit verbringt und ob er wirklich zurückkehrt, blieb heute offen. Das wird sich dann zeigen. Und wie wollen Sie danach das Vertrauen der Gläubigen in Köln wiedergewinnen? Zeit zum Nachdenken hat er ja jetzt.